Und damit herzlich willkommen zurück zu Ranch Simulator. So, ich habe offscreen Holz produziert und etwas hier angebaut. Ein Außenbereich, weil diese Schweine, das ist wirklich schlimm mit denen. Sobald du eine Tür aufmachst, steuern die alle die Tür an und wollen einfach nur nach draußen. Das sind offensichtlich keine Scheunenschweine, wie mir einst versprochen wurde. Das sind eindeutig Draußenschweine. Deswegen habe ich diesen Bereich hier angebracht. Den werde ich in dieser Folge hier fertigstellen. Dann könnt ihr mal hier draußen ein bisschen rumeiern. Und ich muss mir nicht immer Sorgen machen, jedes Mal, wenn ich da was reinbringe, dass die da drinnen versuchen zu türmen. Na, deswegen war übrigens nicht so einfach. Ich bin ja so ein bisschen leicht perfektionistisch da angehaucht. Ich will, dass das gut aussieht. Und ach, das mit dem Zaunsystem. Das ist so eine Sache, das könnten sie noch ein bisschen verbessern. Ganz ehrlich. Weil man immer nur von einer Seite dran stecken kann. Also man kann von beiden Seiten dran stecken, aber nur von einer Seite her verbindet es sich automatisch. Und dann immer im falschen Winkel. Das liebe ich auch so. Mmm, tasty. So. Und dann können nämlich die Schweine hier draußen so ein bisschen das Wetter hier genießen. So. Natürlich ist offscreen noch ein bisschen was passiert. Um meine laufenden Kosten zu decken, habe ich ein paar Tiere abgeknallt. Ne? Also nicht wundern, dass mein Geld jetzt nicht mehr das gleiche ist wie in der letzten Folge. Jetzt kann ich, wie viel Geld habe ich denn? 446. Ich musste laufende Kosten decken, vor allem das Futter von den Tieren. Musste ich Neues kaufen. Und naja, das kostet halt ein bisschen. Dabei ist mir aufgefallen, Bären jagen Hirsche. Oh ja, ich habe nämlich einen Bären dabei erwischt, wie er 4 Hirsche gejagt hat. Und ein Wolf war auch irgendwie in der Nähe. Naja, ich habe die Situation dann mal gelöst. Ne? Also, da gibt es kein Problem mehr mit ja. Ne? Gut. Hier, machen wir jetzt auf. Dürfte rausgehen. Denn die gibt's jetzt, die kleinen Ferkelchen. Ja, offensichtlich sind kleine Ferkelchen zustande gekommen. Endlich. Endlich. Meine Güte, hat das Ewigkeit gedauert, bis ihr endlich mal so weit wart. So, Futter und Wasser geht soweit. Die kleinen Ferkelchen. Ja, und dann kann ich die Wurstproduktion beginnen. Sobald das hier ein bisschen vorangeht. Meine... Das ist jetzt mal Zuchtehre. Bei den anderen muss ich mal schauen. Zum Beispiel brauchen die Ferkelchen zwingend das Muttertier, um zu überleben. Normalerweise ja. Aber das ist ja hier ein Spiel. Deswegen. Weil ich muss ja noch, bei der einen muss ich ja noch Schweinefleisch abliefern. Überall Kacke rum. Meine Güte. Deswegen. Halt, ist das auch Kacke? Nein, ist kein Kacke. Na, hatte ich mir schon überlegt, ob ich nicht mal die große Sau verschwinden lasse. Zum Ausflug mitnehme. Bei den Hühnern, muss ich persönlich sagen, die legen jetzt Eier. Mal regelmäßig und so. Das finde ich ganz nice. Muss nur aufpassen, wenn man einem Huhn ein Ei wegnimmt, kann es auch mal sein, dass es aggressiv wird und einen hackt. Dann hat man einen blutigen Bildschirm. Na? Das bin ich mal einmal passiert. Da war eine von euch, Damen, die war da ein bisschen am Ausrasten, weil ich ihr Ei genommen habe. Ich wollte sie erst um den Schnabel pfeffern, habe es dann aber gelassen. Und sie machen auch hier draußen hin. Das ist mir aufgefallen. Sie machen auch hier draußen hin. Da muss man immer mal so gucken, ob man was sieht. Ich brauche einfach diesen Rasenmäher. Ich sag so, wie es ist. Ich brauche einfach diesen Rasenmäher, damit ich die Häufchen besser sehe. Beim hohen Gras... Schwer zu erkennen. Ganz schwer zu erkennen. Aber der Rasenmäher ist jetzt einfach nicht wichtig. Momentan wichtig ist die Wurstproduktion. Deswegen. Na? Ach, guck mal, wer da schon am Tor steht. Ey, du hast das ganze Gebiet. Muss es das Tor sein? Kannst du nicht mal vom Tor weggehen? Wirklich? Weißt du was? Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal her. Muss dir was zeigen. Muss dir mal was zeigen. Komm mal mit. Komm mal mit. Muss dir mal was zeigen. Ihr habt gesehen, sie hat mich angegriffen.
Ihr habt's gesehen, sie hat mich angegriffen. Wow! Wie viel Fleisch ist das denn? Was, der Klein? So viel? Die war noch putzig klein. Und da kommt so viel Fleisch bei rum? Meine Güte! Warte mal, das verwursten wir. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Aufgabe von der alten Lady nicht mal abschließen. Ich brauche nur 2 Schweinefleisch und 6 Eier. Habe ich 6 Eier hier drin? Jo. Nehmen noch eins mit, ne? Nur vom Fall der Fälle, falls ihr es auch sagt. Ach nee, ich hol doch ein Dutzend. So. Ja, jetzt. Ich müsste Metall kaufen. Und zwar nicht wenig, weil. Ich kann ja diese Wurst. Muss die ja dann irgendwo aufhängen. So, verwenden. So. Produkt nehmen. Verwenden. Was? Aufnehmen? Warte mal. Da steht was. Nee, kann ja nicht sein. Sei ich. Ich muss doch eigentlich das grobe Schiedeprodukt muss ich doch eigentlich da reinquetschen. So. Er verwendet sie. Habe ich vergessen, was. Aufnehmen. Erstmal. Wir machen erstmal das hier. Aber von der Seite ist das blöd. Es ging den Uhrzeigersinn. Das sollte eigentlich nicht funktionieren, aber okay. Produkt nehmen. Wenden. Muss ich Darm kaufen? Ich meine, ich verstehe das, aber muss ich Darm kaufen? Oder, warte mal, muss ich die anders platzieren? Nicht, dass ich die anders platzieren muss. Man tut Fleisch rein, wird durchgewolft. Nee, durchgewolft wird das ja hier. Siehst du? Dann macht er sowas. Wenn das nicht fertig ist, muss ich die vorher platt schlagen oder was? Nee, bringt ja auch nichts. Eigentlich müssten die normal da rein. Wir können ja mal schauen, was ich rein theoretisch. Für das Produkt kriege. Oh, warte mal. Produkt nehmen. Aufheben. Installieren. Nehmen. Warte. Nehmen. Nein, wenden. Ja. Aufheben. Einlegen. Installieren. Wenden. Oh. Ey, kompliziert hoch 10. Kompliziert hoch 10. Das muss im Topf sein. Vor allem, jetzt kriege ich das da nicht mehr rein. Oh. Oh, nee, das ist ja kompliziert hoch 10. Aufheben, hineingeben, installieren, verwenden. Und dann kommt die grobe Wurst bei rum. So, aber wir können ja mal testen, was kriege ich hineinlegen.
Die Dinger. Eine grobe, rohe Schweinswurst und Schweinefrikadellen. Oh. Was kriege ich dafür? Ja. Fahren wir erstmal zur Farmersfrau. Würde gerne mal wissen, dass es schon für die rohe Ware gibt. Ah, gehen wir hier zur Bürgerbude. So, lass mal hören, was dir sowas wert ist. Also, Schweinefleisch kostet 30, Schweinewurst 40. Für die rohe Frikadelle kriege ich weniger als fürs eigentliche Schweinefleisch. Also muss ich sie verwursten. Okay. Okay. Ja. Es lockt schon das Geld, aber weiß ja, wie sie sagen. Naja, wir fahren zur Farmersfrau, kaufen danach Metall, machen die zwei Schränke fertig, hängen die Wurst da rein. Oder wir kaufen das Metall gleich. Ich meine, ich habe über 500 Dollar. Ups. So. Dann machen wir das so. Ich sehe nicht, dass aus so einem kleinen Schwein so viel Fleisch bei rumkommt. Ich dachte echt, das wird weniger. Ich habe echt nur mit zwei Stück gerechnet. Achso, nein, halt. Verkaufen. Nee, kaufen. Eins, zwei, drei, vier. Warenkorb. Nimmst du mal raus. Kasse. Ach, den ganzen Weg bis dahin? Nee, wir fahren mit der Auto vor. Wir fahren mit dem Auto vor. Warte mal. Ich dachte, ich hätte über 500, aber es waren doch noch 400 noch was. Hätte ich ein bisschen was von dem Rohmaterial verkauft, hätte ich mir jetzt einen Batzen nehmen können, aber habe ich nicht. Muss ich jetzt mit leben. So, zack. Aber das reicht auch erstmal für die zwei Schränke. Warte mal, wo war die Farmersfrau? Die war hier nach oben. So. Weil die Wurstproduktion könnte viele meiner finanziellen Probleme lösen. Wenn ich es verwurste, bringt es jeweils immer 10 mehr. Allein schon roh. Das ist dann erst mit der Giganten. Keinen abgehandelten Wurst. So, pass mal auf. Na toll. Zugeparkt. Entschuldigung. So, ich habe dabei, was du mich gebeten hast. Eier und Schweinefleisch besorgt. 180. Der andere hat mir 400 gegeben. Das ist ein Scheunerpreis. Und du gibst mir nur 180 dafür. Naja. Bitte ein gütiger Mensch. Lästige Füchse. Ah, jetzt sehe ich endlich mal Füchse. Die verdammten Füchse töten alle meine Hühner. Sie müssen hier irgendwo sein. Kannst du dich um sie kümmern? Aber sicher doch. Das Fuchsfleisch ist übrigens meins. Nur, dass wir das schon mal wissen. Das Fuchsfleisch ist mein. So, hier ist der Hühnerstall.
Da hinten, das sieht doch fuchsartig aus. Erwischt. Erwischt. Nur die beiden? Oh, man kann sie nicht halten. Man kann sie nicht halten. Ja, gut. Einfacher Auftrag. Absolut einfacher Auftrag. Ist erledigt. Füchse sind tot. Ich habe mich um die Füchse gekümmert. 200. Also, das war um einiges einfacher als das mit dem Schwein. Also wirklich, mal ganz ohne Flachs hier. Kann man deinen Bruder einfressen? Ich komme des Nächtens wieder. Kannst du wissen. So, jetzt gibt es diesen Anhänger-Typ hier noch. Da bräuchte ich wahrscheinlich ein besseres Fahrzeug. Ach ja, der Anhänger ist jetzt auch verbuggt. Ich war offscreen mal bei der Tankstelle. Dem sind die Räder abgefallen und er liegt auf dem Dach. Und dann wollte ich ihn wieder hinstellen. Und dann stand er für einen ganzen Moment ganz normal da und dann flog er wieder auseinander. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber das sieht ja nicht gesund aus. So. Halt. Bruder Bär. Na, na, na. Na, na, na. Tötet den Bär. Lad mal nach, Junge. Aufnehmen. So, hinein, hinein, hinein. Ja, stell's vorne drauf. Egal. Wild kann man klein verkaufen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich dann alles aus der Box auspacke und versehentlich das Wild nehme und wii, ja. Und das lässt sich nicht verwursten. Deswegen. Ach. Box ist wieder außerhalb der Zone, da wird es nicht gezählt. So. Wild. Bitteschön. Eier. Ja, bitteschön. So. Schon, da lag jetzt ein toter Hirsch, aber oh nein, ich habe sie alle verwurstet, die ich abgeknallt hatte. So. So ein Hühnerstall. Ja, stellen wir mal da drüben ab. So. Metall einsetzen. Achso, ich habe hier oben auch eine Lampe installiert, weil ich bemerkt habe, nachts ist es hier so stockenduster. Ich brauche einfach Licht auf dieser Farm. Ich brauche einfach Licht. Deswegen die Lampe. Oh. Die ist leer. Die war leider leer. So, zwei Schränke für allerlei Wurstwaren. So, nehmen. Nee, du kannst bewurstet werden. So. Aufheben. Nein. Installieren. So. Zack. Aufheben.
Wurst reinhängen. Nehmen. Verwenden. Ja. Aufheben. Hinein. Installieren. Verwenden. So. Nimmt das Spiel ja nicht so genau, in welche Richtung man dreht. Hinein. Nehmen. So. Hier wird jetzt schön verwurstet. Aufheben, rein, installieren, verwenden, meine Güte. Deswegen automatische. Deswegen automatische. Zack. Bum, bium, bum, bum. Zack, zack, zack. So, aufheben. Lala. Oder nein, hat ich genommen. Schade. Verklickt. Egal. Muss es auch geben. Aufnehmen. Hier. Nehmen. Fertige Wurst. Hinein. So, da. Hop. Aufheben. Da. Was doch genau? Weiß schon, warum ich zwei Schränke genommen habe. So. %17. Ja, gut. Reicht dir mal ein bisschen. Sehr schön. So wieder geregnet. Na ja, kann ich das mit den Kühlboxen dann wegbringen? Ja, ach, ihr Feinen. So. Wie sieht das hier Wasser? Kann sich noch was? 7. Oh, eigentlich nicht so gut. Brauchen wir was zu fressen. Immer schnell zumachen, ehe einer von denen glaubt, sie müsse rausgehen. Siehst du? Schon steht sie davor. Kannst du knicken. Ich nehme den Weg hier hinten. Haha. So. Ist immer noch davor? Nee? Eingefallen. Jetzt bin ich hier. Kriegst mich dich. Da. So, 21, bitteschön. Ja, die fressen halt. Aber bei der Menge von Fleisch, die schon bei so einer kleinen Frum kommen, naja, da dürfen die auch fressen. Dann dürfen die auch fressen. Ich meine, hallo. Ja. Hopp. Hier hat jemand genau daneben geschissen. Sehr ekelhaft. Aber ihr sollt Eier produzieren, ja nicht nur alles vollkoten. Ja, aber da drüben, da liegen jetzt mal gut Eier. So. Ja. Auch wenn du sie versuchst zu verdecken, die Kacke. Ich hab sie entdeckt. So. Auch hier mal nachfüllen. Auch mal ein bisschen Wasser nachfüllen, wie es scheint. So. Ein bisschen Wasser, was ganz schön intensiv blau leuchtet. So. Und ein bisschen Wasser bei den Schweinen. Nö. Keine Freilandferkel. So. Jetzt. Kann ja immer erst ab 20 Uhr schlafen, aber die Zeit ist ja schon erreicht. Deswegen. Hihihi. Gut. Sehr schön. Morgen früh seid ihr fertig? Sagt ihr?
Komm, ich will in der Folge noch verscherbeln, das wäre schön. So, ach so, ja. Oh. Sieht doch nice aus. Gefällt mir. Das gefällt mir. Vor allem, wie seine Haare so schimmern. Meine Güte, ist hier ein Waldfeuer? Nun gut, schlafen jetzt aber wirklich. So, gucken wir mal, wie weit die Würste und so sind. Was? Ich habe mit mehr gerechnet, mit viel mehr. Ich habe mit 100% gerechnet. Er war doch schon bei 39 vor der Nacht. Er kann doch nicht bis 8 Uhr morgens schlafen und dann sind die Würste nicht reif. Was soll denn bitte? Wartet willen. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich die Folge abschließe, indem ich das Zeug verkaufe. So, ihr hier. Was mir aufgefallen ist, ihr, ich sehe keine Küken. Zu unzufrieden mit den Weibern, die ich dir hier bereitgestellt habe, deinen kleinen Haaren. Oder willst du nicht einfach mit deinen eigenen Kindern schlafen? Ich verstehe das irgendwie. Warte mal, das hebt man mal auf. Mal sehen, ob sie mich angreifen. Ich hab ein Ei, ich hab ein Ei, ich hab ein Ei! Interessiert doch keinen. Interessiert doch keinen. Oh, das mit den Würsten, das war jetzt übel. Das war ja übel. Ich dachte, die wären fertig über Nacht. Fertig gezogen. Bereit zur Auslieferung. Die kleine Ferkelchen. Ihr beiden, ihr dürft gerne weitermachen, ne, mit der Ferkelproduktion. Ich werde zwar am Ende nicht mehr wissen, wer war, aber ist immer so, viele bleiben nicht im Stall. Ja, schön auf den kleinen Ferkelrücken, die Sonne. Nee, du wolltest raus. Du warst im Moment, wo ich es aufgemacht habe, wolltest du raus. Nee. Nee. Weil, wenn so ein junges Schwein so viel Fleisch bringt. Was bringt denn so ein Ferkel, ha? Kleines Spanferkel? Kann man doch bestimmt auch verkaufen. Nicht, dass ich es bräuchte, aber Überlegung ist schon da. Ja, übrigens, aufheben. Werden wir jetzt anders hin. Ich möchte nicht, dass die Wurst immer auf den Boden fällt. Irgendwie Hygienekonzept ist mir schon bekannt. Also, 58, 61, ach du Heilige. Wir brauchen ja Ewigkeiten noch. Aber es wäre halt interessant zu wissen, wie viel bringt ihr dann, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Einschalten. Bing übrigens hier. Dass immer ein bisschen Licht ist. Ja, von innen gesehen sieht die Scheune doch nicht, sieht die Garage doch nicht mehr so gut aus, ne? Hier fällt schon langsam so alles auseinander. Aber hey, was soll's? Was soll's? Gut, aber ich beende jetzt die Folge. Ne? Wir werden jetzt nicht warten, bis die Wurst getrocknet ist, um die dann zu verscherbeln. Das machen wir in der nächsten Folge. Ne? Und ich soll richtig Cash bringen. Ich brauche Cash. Ich muss Schweine versorgen. Ich muss Hühner versorgen. Schweineproduktion. Es ist jetzt soweit, ne? Mit dem Ferkelchen. Das, wenn das Fleisch richtig Geld bringt, na, dann wird da auch mehr draus gemacht. Bei, ja, bei den anderen weiß ich nicht so genau. Muss man halt mal schauen. Was ich mir auch überlege. Man könnte die doch auch mixen, ne? Naja, egal. Nicht näher an diese Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wünsche einen fantastischen Tag. Und würde mal sagen, auf Wiedersehen. Reingehauen.